Sie, wird der Ton höher oder tiefer? Tiefer. Warum? Mit Glissando. Ja, so festhalten und dann kann man eben spielen. Okay? Jeder gemerkt? Ja. Ja. Passt. Also. Was hast du heute vor? Wie heißt du? Ich bin Emma. Ich bin Marco. Ich habe heute vor, mit euch ein paar Spiele zu spielen, in der Gruppe, um euch zu zeigen, was es bedeutet, mit anderen Menschen auf Vereinbarung und nach Regeln zu interagieren. Das habe ich heute vor. Und ich hoffe, dass ich es schaffe, euch dafür zu begeistern. Es ist nicht so einfach, weil die Spiele manchmal ein bisschen blöd sind und es geht darum, dass man sich blöd macht, aber dass man den Mut dazu hat, sich lächerlich zu machen. Aber so was ich gesehen habe, glaube ich, sind ganz tolle Leute. Rubina. Ja, wir kennen ihn schon. Solin oder Solin? Jetzt ist die Dema. 1, 2, 3. Super, okay? So, nicht bewegen. Wichtig ist, dass wir in der Position bleiben. Ja, das heißt, wenn ihr dann sowas macht, dann wird es noch schwerer. Aber das wird schon mal. Was mir heute gefallen hat, die Tatsache, dass ich jetzt mit dir da sitze und du machst mir ein Interview, das finde ich cool. Und es hat mir gefallen, wie alle mitgemacht haben. Es war wirklich unglaublich. Das ist für mich viel einfacher. Es haben alle sehr viel gelacht und auf jeder unterschiedliche Art und Weise Spaß gehabt, glaube ich, hoffe ich. Und was ich am coolsten fand, wirklich cool fand, dass am Ende ich gefragt habe, was hat euch nicht gefallen und ich habe einige Antworten bekommen. Und das ist gut, weil das gibt mir die Möglichkeit, mich zu verbessern. Das nächste Mal mehr drauf zu achten. Ja. Und auch, dass wir heute die drei wichtigsten Punkte für das Theaterspielen ausgemacht haben. Und dass es diese drei Punkte auch für das Leben sehr, sehr wichtig sind. In dem heutigen Kurs. Es gibt sehr viele andere Sachen, die eine große Rolle spielen. Aber heute ging es mal um diese drei Sachen.